Schönen guten Abend. Ich freue mich. Ich darf heute mit zwei Kolleginnen sprechen von der SMS Sportmittelschule Ips an der Donau, der Silvia Botzmader und der Waltraud Buckenberger. Schönen guten Abend und danke, dass Sie sich für ein Interview bereit erklärt haben. Meine Frage wäre, ich habe eben gehört, Sie sind ganz aktiv an Ihrer Schule mit dem Thema Mehrsprachigkeit. Was war denn Ihre Ausgangslage und was waren so Ihre Motive? Ich habe im Jahr 2008 eine Klasse übernommen mit 28 Kindern, davon waren 11 mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Und es gab in der Klasse dann aufgrund der Mehrsprachigkeit sehr viele Missverständnisse, Probleme, Streitereien. Und ich habe damals, ich habe mir sehr schwer getan, habe nie gewusst, wie soll ich jetzt richtig reagieren, und habe damals schon überlegt, ich brauche mehr Wissen, mehr Hintergrundwissen im Umgang mit der Mehrsprachigkeit. Und der zweite Punkt war dann diese Klasse in der vierten Klasse, also kurz vor dem Hauptschulabschluss. Wir haben eine Gesprächsrunde gehabt und da war ein Schüler, der konnte eigentlich keinen ordentlichen deutschen Satz sprechen. Und der ist aber im Endeffekt 4 Jahre durch die Hauptschule gegangen und hat auch diese positiv abgeschlossen. Aber seine Sprachkenntnisse in der deutschen Sprache waren erschütternd schlecht eigentlich. Und das waren zwei so ganz große Momente, wo ich mir gedacht habe, ich brauche da viel mehr an Wissen. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich den Kindern helfen? Wie kann ich sie unterstützen? Und wo sind Sie hingegangen? Wo haben Sie sich Hilfe geholt oder Wissen geholt? Ja, ich habe dann begonnen den Masterlehrgang Bildungsmanagement und Schulentwicklung, und da war gleich im ersten Semester das große Thema Interkulturalität und eben Mehrsprachigkeit, sprachliche Bildung. Okay. Ja. Sie haben uns Ihre KIM-Klassen vorgestellt. Können Sie uns ein bisschen was über das Konzept erzählen? An der Schule ist jetzt ein Konzept entstanden, das KIM-Klasse heißt. K steht für Kreativität, Kultur des Miteinanders und Kultur des Füreinanders. I steht für Inklusion, das ist aber klein geschrieben. Das heißt, wir haben den Teams, die in den nächsten Jahren folgen, die Möglichkeit gelassen, Inklusion nicht durchführen zu müssen, wenn sie sich nicht drüber trauen, weil wir auch das erste Jahr neue Mittelschule sind und an viele Baustellen an der Schule sind. Und das M steht für Mehrsprachigkeit. Und das Konzept ist, die Kinder in diesen drei Belangen die Kompetenzen zu schulen. Wo haben Sie das Gefühl, wo funktioniert es schon ganz gut und wo gibt es noch Hindernisse, Hürden im Umgang mit der Mehrsprachigkeit oder auch in der Umsetzung des Konzepts? Ich denke, die großen Hürden haben wir überwunden. Siehst du das auch so? Ja, wir haben eine neue Schulleiterin und die ist dem gegenüber sehr offen und positiv gestimmt. Und die Mehrsprachigkeit wird jetzt im Schulleitbild verankert. Und das ist natürlich das große Ziel gewesen. Das ist ein großer Erfolg. Wenn es eine Hürde gibt, dann ist es die Teamentwicklung und die Personalentwicklung. Das heißt, die Kollegen dort mitzunehmen und eine Wertigkeit für die Mehrsprachigkeit und für die Interkulturalität zu schaffen. Vielleicht darf ich Sie jetzt auch aus unserem eigenen Interesse heraus fragen. Sie haben jetzt auch diese Bundesseminarreihe besucht. Haben Sie da Impulse auch noch bekommen für Ihre Arbeit an der Schule? Ja, zum Beispiel die Theaterpädagogik war sehr eindrucksvoll. Dann ganz wichtig war auch das Sprachbad. Sprachenporträts erstellen, das haben wir dann auch mit den Kolleginnen schon durchgeführt. Und so, um so einmal den Zugang zur Mehrsprachigkeit ein bisschen zu öffnen. Und das erste große Ziel im Kollegium ist sicherlich, die Akzeptanz zu schaffen. Dass ich sage, ja, mehr Sprachen, Mehrsprachigkeit ist positiv, wertvoll. Ja, da kann ich Ihnen zustimmen. Die Impulse sind noch mannigfaltiger. Das heißt, jeden Vortrag, den wir hatten, von dem haben wir uns was mitgenommen und wir sind aber noch am Zusammenbauen. Das heißt, wer in unserem Team in der ersten Klasse kann sich wo einbringen? Wir können nicht alles oder wollen nicht alles selbst machen. Und wir können jetzt viele Vorschläge liefern, wie man es machen kann, aber wir brauchen, wie gesagt, dieses
die ganze das Gruppe, um das bis zur vierten Klasse zu machen und auch für die nächste erste Klasse wieder die Gruppe, die das dann bewerkstelligt. Da wünsche ich Ihnen noch ganz, ganz viel Kraft und Energie und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Das ist beispielgebend, denke ich. Das ist wirklich wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bitte.